immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Das Kulturhaus Torgau lädt Sie ein zu Swingin' Christmas am 3. Dezember ab 16 Uhr. Wolfgang Stumpf gibt es höchstpersönlich am 16. Dezember ab 19 Uhr. Am 17. Dezember ab 20 Uhr empfängt sie Renft akustisch. Feiern Sie im Kulturhaus Torgau die letzte Nacht des Jahres am 31.12. ab 19 Uhr. Alle Veranstaltungen und Informationen finden Sie auch auf kulturhaus-torgau.de. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Winter kommt. Energie ist knapp und teuer. Es hilft zu sparen, wo es geht. Wir können alle unseren Beitrag leisten. Und erneuerbare Energien im eigenen Land ausbauen. Damit wir Freiheit bewahren und unser Klima schützen. Lasst uns alle zusammenhalten. Damit wir gut durch den Winter kommen. Jeder Beitrag zählt. Die Lausitzwelle Regionalzeit vom Freitag. Neues und Interessantes aus dem Elbe-Elsterland und der Niederlausitzer Heide. Hallo und herzlich willkommen zur Lausitzwelle Regionalzeit für das Elbe-Elsterland und die Niederlausitzer Heide. An Opfer von Kriegsflucht, Gewalt und Vertreibung sollte mit einem Gedenkstein am Bahnhof in Falkenberg gedacht werden. Aber er wurde vor gut 2 Monaten umgeworfen und anschließend zerstört. Doch vielleicht kann es doch noch einen Lichtblick geben. Es war ein bewegender Moment, als vor gut einem Jahr unweit des Bahnhofs in Falkenberg ein Gedenkstein für die Opfer von Kriegsflucht, Gewalt und Vertreibung eingeweiht wurde. Die Stadt Falkenberg selbst, welche seit Anbeginn des Bahnverkehrs als bedeutender Knotenpunkt im Nord-Süd- und Ost-West-Verkehr agiert, ist eng mit zahlreichen vertriebenen Schicksalen verbunden. Der Gedenkstein selbst wurde vollständig aus Spendengeldern finanziert. Mitte September dieses Jahres wurde er von Unbekannten von seinem Sockel geworfen und anschließend zerstört. Die Initiatoren vom Falkenberger Kultur- und Tourismusverein wollen sich aber nicht entmutigen lassen. Mithilfe neuer Spenden, unter anderem auch über den Bund der Vertriebenen, soll der Gedenkstein wieder errichtet werden. Wer sich daran beteiligen möchte, kann dies über das Konto des Eisenbahnfördervereins bei der Sparkasse Elbe-Elster tun. Kontonummer DE34 1805 1000 3320 1130 88. Sobald die nötigen Mittel vorhanden sind, soll der Gedenkort wieder neu hergerichtet werden, den Lebenden zur Mahnung, so die Initiatoren. Am Buß- und B-Tag ist es wieder soweit. Auf dem Marktplatz in Elsterwerda erklingt um Punkt 10 Uhr die altbekannte Weise. Von unzähligen Suppenkreationen wie der klassischen Erbsensuppe bis hin zu ausgefallenen Eintöpfen wird wieder für jeden Geschmack das Passende zu finden sein. Insbesondere für die benachbarten Sachsen dürfte die Suppenmeile ein Anreiz sein, um eine kleine Tour ins südliche Brandenburg zu wagen, denn bekanntlich ist in Sachsen der Buß- und Betag noch immer Feiertag. Bis die Töpfe leer sind, wird es wohl wieder Nachmittag werden. Dennoch sichert ein zeitiges Kommen natürlich am ehesten auch den garantierten Suppenschmaus. Den Buß- und B-Tag sollte man sich also schon einmal vormerken. Ab 10 Uhr Suppenmeile auf dem Marktplatz in Elsterwerda. Der Lions Club Elsterwerda Bad Liebenwerda hat zum ersten Mal einen Adventskalender herausgebracht. Mehr als 240 Preise im Gesamtwert von 12.000 Euro verbergen sich hinter den 24 Kalendertüren. Mindestens 10 davon, allesamt von Sponsoren der Region zur Verfügung gestellt, werden an jedem Tag verlost, darunter ein höhenverstellbarer Schreibtisch der renommierten Reis Büromöbel, ein 500 Euro Spargutschein der Sparkasse Elbe-Elster und ein 600 Euro Gutschein von 2
Dreirad Schicketanz. Der Adventskalender des Lions Club kostet 5 Euro und ist auf 2500 Stück limitiert. Erhältlich ist er unter anderem in den Friseurgeschäften von Grit und Kerstin in Elsterwerda und Bad Liebenwerda. Der Reinerlös aus dem Verkauf der Kalender wird anschließend für einen guten Zweck zur Verfügung gestellt. Die Stadt Finsterwalde weist darauf hin, dass alle Inhaber der sogenannten Sängerstadtgutscheine selbige bis Ende des Jahres eingelöst haben müssen. Es wäre schade, wenn diese verfallen würden, so die Stadt in einer Pressemitteilung. Die Aktion der Sängerstadtgutscheine wurde im Zuge der Corona-Pandemie ins Leben gerufen und sollte das regionale Gewerbe und die ortsansässige Wirtschaft unterstützen. Die Aktion stieß auf so großes Interesse, dass sie im vergangenen Jahr noch einmal verlängert worden war. In den vergangenen Tagen starteten die Sanierungsarbeiten am Restloch 38, dem sogenannten Kutteich in Lauchhammer. Es kam ein Drucksor-Amphibienfahrzeug zum Einsatz, welches im nördlichen Bereich des Teiches den Schilfbewuchs entfernte. In den kommenden Monaten sollen dann auf einer Fläche von etwa 5500 Quadratmetern Erosionsschutzmatten und Geogitter verlegt werden. Der LMBV weist darauf hin, dass aktuell beim Betreten des Geländes akute Lebensgefahr besteht. Die gesamte Sanierung soll Ende 2023 abgeschlossen sein. Der Kuhteich ist ein Relikt des Tagebaus Kut, der ehemaligen Grube Emanuel. Hier wurde von 1918 bis 1922 Braunkohle gefördert. Ein angenehmer Sonne-Wolken-Mix, 16 Grad Celsius und ein kräftiger Wind waren die Zutaten zum Drachenfest 2022 in Lauchhammer. Zahlreiche kleine und große Gäste ließen Drachen steigen, fuhren mit der Parkeisenbahn und nutzten die zahlreichen weiteren Spielangebote. Im Tiergehege wurden insgesamt rund 1200 Kilogramm selbstgesammeltes Futter für das Dammbild und die anderen Bewohner des Tiergeheges abgegeben. Damit steht ausreichend Winterfutter zur Verfügung. Einen heftigen Unfall gab es am Montagnachmittag bei Wehrhain im Elbe-Elster-Kreis. Beim Queren der B97 hat dort ein Transporter einem VW die Vorfahrt genommen. Bei der Kollision wurden beide Fahrer erheblich verletzt, sodass sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Die Autos waren, mit einem Schaden von ca. 15.000 Euro, Fälle für den Abschleppdienst. Bei einem Brand in Stechau im Elbe-Elster-Kreis ist Sonntagnacht eine Scheune fast vollständig zerstört worden. Durch das Feuer wurden auch nebenstehende Gebäude schwer beschädigt. Zwei Wohnhäuser sind zurzeit nicht nutzbar. Die Bewohner konnten bei Bekannten unterkommen. Rettungskräfte versorgten eine Frau mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung vor Ort. Des Weiteren verletzte sich ein Kamerad der Feuerwehr bei dem Einsatz. Der geschätzte Brandschaden beläuft sich auf weit über 100.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Zahlreiche Besucher zog es am vergangenen Wochenende in das altehrwürdige Kulturhaus nach Plessa. Knapp 50 Hobbybastler und Kreative luden wieder ein zum Kreativmarkt. Von Unikaten aus Textilien und Collagen aus Stoff bis hin zu Grußkarten und weihnachtlichen Dekos war für jeden etwas dabei. Gleich an mehreren Ständen konnte man Kuscheltiere in Amigurumi-Technik bewundern und natürlich kamen auch die klassischen Bastelmaterialien Holz, Glas, Keramik und Papier nicht zu kurz. Eines hatten dabei alle Aussteller gemeinsam: Sie sind Menschen mit Leidenschaft am Werk. An zahlreichen Ständen konnten Erwachsene und Kinder zudem selbst Hand anlegen und kreativ gestalten. Der Kulturverein Plessa als Veranstalter des Kreativmarktes zeigte sich am Ende zufrieden mit der großen Resonanz. Die Originalität an den Ständen und die vielen Mitmachangebote überzeugten auch die vielen Besucher. Gut eineinhalb Stunden nach der Schließung der Wahllokale stand das Ergebnis bereits fest. Claudia Sieber wird die neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Liebenwerda. Mit 50,2% aller abgegebenen Stimmen konnte die parteilose Sieber eine knappe Mehrheit auf sich verbuchen. Delf Gerlach, ebenfalls parteilos, erreichte 29,3% der Stimmen. Thomas Lehmann, CDU, landete mit 20,4% der Stimmen auf dem dritten Rang. Insgesamt waren knapp 21.000 Wählerinnen und Wähler aufgerufen, zur Wahl zu gehen. Die Wahlbeteiligung fiel mit 37,6%, allerdings recht niedrig aus. Ihren Dienst als Bürgermeisterin tritt Claudia Sieber spätestens am 1. März 2023 an. Der noch amtierende Bürgermeister Herold Quick trat aus Gesundheit
Am 30. November ist Anmeldeschluss für die Wettbewerbsrunde 23 des Jugendforscht-Wettbewerbes. Jungforscherinnen und Forscher bis 21 Jahre können ihre Projekte dafür online auf www.jugend-forscht.de anmelden. Dort finden Interessierte auch alle weiteren Informationen und die Teilnahmebedingungen. Die 58. Wettbewerbsrunde steht unter dem Motto »Mach Ideen groß«. Jugendforscht ermuntert Kinder und Jugendliche zu forschen, zu erfinden und zu experimentieren. Dabei gilt es zu zeigen, wie weit einen die eigenen Gedanken tragen und wie aus kleinen Ideen große Forschungsprojekte werden. Am Freitag kam gegen 20 Uhr auf der Landstraße zwischen Großrössen und Falkenberg im Elbe-Elster-Kreis eine Pkw-Fahrerin in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Die 20-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Infolge ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Leipzig geflogen. Zur Unfallursache laufen die Ermittlungen. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Ich schütze mich, um weiter gut aufgelegt zu sein. Halten auch Sie Ihren Corona-Schutz aktuell. Zusammen gegen Corona.de. Willkommen im Möbelzentrum Großräschen. Wohnen ist ein individuelles Lebensgefühl und wir bieten Ihnen eine große Auswahl von einzigartigen Möbeln und traumhaften Wohnideen auf unseren riesigen Ausstellungsflächen. Durch Großeinkäufe sind wir in der Lage, Ihnen günstige Preise anzubieten. Unsere Liefer- und Montageteams sorgen für einen Termin- und fachgerechten Aufbau Ihrer neuen Möbel. Möbelzentrum Großräschen, das größte Möbelzentrum in der Lausitz, direkt an der B96. Die Stärkung der touristischen Versorgung ist eines der Anliegen des Projektes Landwert Regional des Brandenburger Landestourismusverbandes. In Elbe-Elster soll dazu jetzt ein mehrteiliger Workshop für alle Interessierten starten. Mehr dazu jetzt in unserer Rubrik Landkreis aktuell. Das Projekt Landwert Regional kümmert sich um die regionaltypische Verpflegung von Touristen in der Region. Der Landkreis Elbe-Elster, welcher als Partnerregion für dieses Projekt des Landestourismusverbandes ausgewählt wurde, begleitet das Vorhaben nun maßgeblich. In einer Workshop-Reihe sollen gemeinsam mit Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben sowie touristischen Einrichtungen, Caterern und Direktvermarktern mögliche Produkte bzw. Angebote entlang der Bedürfnisse der Gäste und nach den Möglichkeiten der Anbieter entwickelt werden. Die Ergebnisse sollen ein Baustein für Qualitätssicherung des Tourismus in Brandenburg sein. Die Workshop-Reihe beginnt am 6. Dezember. Anmeldungen sind unter wirtschaftsförderung@lkee.de oder per Telefon unter 03535 46 12 97 möglich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es unter www.ltv-brandenburg.de/landwert. Mühlberg an der Elbe hat nicht nur einen Platz in der Weltgeschichte, sondern auch in der spanischen Literatur. Mit Mühlberg hat der Spanier Víctor Fernández Correas in diesem Jahr einen Roman vorgelegt, der sich mit den Geschehnissen rund um die Schlacht des Jahres 1547 beschäftigt. Correas managt hauptberuflich die Öffentlichkeitsarbeit des Netzwerkes der europäischen Kulturrouten Kaiser Karl V., in dem auch die Stadt Mühlberg und der Landkreis Elbe-Elster Mitglied sind. 2019 hatte er Gelegenheit, die historischen Schauplätze bei einem Besuch der Netzwerkpartner in Elbe-Elster kennenzulernen. Correas beschreibt in dem historischen Roman eine Ära und ihre Personen aus nächster Nähe und als ob er sie selbst miterlebt hätte.
Mit präziser Prosa, lebendigen Dialogen und faszinierenden Persönlichkeiten zeichnet er ein farbenfrohes und kraftvolles Bild des 16. Jahrhunderts. Erschienen ist der Roman Mühlberg bei Ed Hase Ediciones und ist derzeit nur auf Spanisch zu bekommen. Über den Verlag kann das Buch online auch in Deutschland bezogen werden. Marionettentheatermuseum in Bad Liebenwerda lädt wieder ein zum Schattenspielwochenende. Im Mittelpunkt steht dabei das Wirken von Cordula Bertram aus Großenhain, welche in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte. Ihre zahlreichen, sehr besonderen Scherenschnitte werden in einer Kabinettsausstellung gezeigt, welche am 12. November eröffnet wird. Am 13. November lädt das Puppentheatermuseum dann ab 10 Uhr wieder zum Kirmestag. Alle Infos zum Programm an beiden Tagen finden Interessierte auf der Homepage www.museumsverbund-lkee.de. Pünktlich um 11.11 Uhr war es wieder soweit. Die Narren der Region stürmten die Rathäuser, um sich der Verwaltungsschlüssel zu bemächtigen. So auch in Plessa, wo der PCC nun bereits in seine 67. Saison startete. 5, 4, 3, 2, 1, 11.11 Uhr! So, und nun schauen wir. Plessas Bürgermeister Gottfried Heinecke erschien dieses Mal zur Schlüsselübergabe auf einem besonderen Gefährt. Getreu dem Saisonmotto Route 66, der PCC auf närrischen Wegen, kam er per Motorrad vorgefahren. Schlüssel habe ich mitgebracht. Ich kann euch auch sagen, dass die Route 66 vorbereitet ist für euch. Es ist alles organisiert. Ihr könnt loslegen mit euren Veranstaltungen. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den Veranstaltungen. Unterhaltet unser Dorf recht schön. Mühe gebt euch immer jedes Jahr. Bringt etwas Farbe, etwas Lebensfreude in diese Zeit. Und euch allen alles Gute, bleibt gesund und dass ihr eure Veranstaltungen ordentlich durchziehen könnt. Vielen Dank. Nach getaner Schlüsselübergabe wurden dann die obligatorischen Pfannkuchen gereicht. PCC-Präsident AD Peter Werner, welcher 2020 sein Amt nach 25 Jahren an seinen Nachfolger Alexander Wilhelm weitergab, legte der Politik dann einen ganz besonderen Auftrag ans Herz. Wir brauchen eine Bierpreisbremse. Wir brauchen eine Bierpreisbremse, sage ich. Und dazu brauchen wir ein 9-Euro-Bierkastenticket. Für immer. Leute, kämpft um die Bierpreisbremse. Klebt dich an die Paletten fest, klebt dich an den Tresen fest, klebt dich an die Flaschen fest. Wir brauchen das 9-Euro-Ticket und die Bierpreisbremse. Natürlich mussten auch in diesem Jahr Amtsdirektor Göran Schrey und Bürgermeister Gottfried Heinecke wieder diverse Aufgaben erledigen. Denn eine Schlüsselübergabe einfach so gab es in Plessa noch nie. Stricken stand diesmal auf dem Programm. Und das war alles andere als einfach. Ich habe aber gesagt, eine rechts, eine links, eine fallen lassen. Das mit der fallen lassen wird man mal sein lassen. So, wir nehmen das Strickzeug so in die Hand, dass wir auf der linken Hand die Wolle haben. Halten die mit den Fingern fest und mit dem, der Zeigefinger wird gestreckt und einmal die Wolle rundherum gewickelt. Ähnlich so, ja, genau, so nicht. Dann, wisst ihr was, gebt das den Frauen und lasst die stricken. Das wird bei euch nicht. Also, wie war es hier gefährlich? Das ist eine neue Technik. Aha. Um die Telefonanlage im Amt auf Vordermann zu bringen, kam dann noch ein ganz spezieller Vorschlag ins Spiel. Der Kaffee ist fertig. Oh, auf Anhieb, ich hab's nicht verstanden. Ich wusste es nur. War genau richtig. Alivaci. Oi, oi, oi. Super, das hat ja funktioniert. Natürlich durfte auch der obligatorische Bonbonregen nicht fehlen, sehr zur Freude der anwesenden Kinder aus der benachbarten Grundschule. Alle Veranstaltungstermine des PCC finden interessierte Narren auf der neu gestalteten Homepage des Vereins unter www.alivaci.de. Einer der wichtigsten Höhepunkte wird dabei wieder der Straßenkarneval am Samstag vor Rosenmontag sein. Dieser fällt diesmal auf den 18. Februar. Diese Meldung ließ aufhorchen.
Im Miniaturenpark in Elsterwerda könnten zum Jahresende die Lichter ausgehen. Frank Brunne, welcher seit 2014 die Geschicke des Parkes leitete, geht in den wohlverdienten Ruhestand. In den vergangenen Jahren brachte der Hoyerswerda den Park auf Vordermann, erweiterte deutlich die Ausstellungsfläche und machte ihn zu einem echten Anziehungspunkt. Mit seinen 175 Gebäudemodellen auf einer Fläche von etwa 30.000 Quadratmetern gehört der Miniaturenpark in Elsterwerda zu den größten seiner Art in ganz Deutschland. Der Miniaturenpark hat nicht nur schwere Jahre, sondern hat durch ein großes Engagement des Betreibers, ich bin Herrn Brunne heute noch dankbar, die Chance erhalten, Tatsache auch erfolgreich zu werden in Jahren, die wirklich keine einfachen waren. Dafür wird die Stadt, wird das Stadtparlament, unsere Gäste und unsere Einwohner der Stadt immer dankbar sein. Die Stadt selbst wird aus rein finanziellen Gründen voraussichtlich nicht als Betreiber des Parks in Erscheinung treten können. Aber es gibt einen Interessenten aus Elsterwerda, welcher offenbar auch ein durchaus interessantes Konzept für den Weiterbetrieb anbietet. Der öffentliche Dienst ist, glaube ich, mit anderen Aufgaben betraut, als die Kultureinrichtungen in diesem Maße zu übernehmen. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, einen geeigneten, einen sehr qualifizierten Betreiber für den Miniaturenpark zu finden. Und ich bin ehrlich voller Hoffnung und auch vieler, vieler Zuversicht, dass es uns gelingen wird, dass der Miniaturenpark jetzt nach dem wunderbaren Umbau und Ausbau auch wieder einen Betrieb erfahren wird, der uns mit ganz viel Freude erfüllen wird. Im Miniaturenpark sind zahlreiche Gebäude aus Südbrandenburg und Nordsachsen zu sehen. Die Anzahl der Objekte stieg im Laufe der Jahre auf 175. Das nun sanierte und erweiterte Langhaus, der Rosengarten, der Mini-Lausitzring und der Mini-Streichelzoo geben dem Areal besonderen Charme und zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Wir werden in der nächsten Woche gemeinsam mit den Fraktionen erstmal den Ist-Stand eruieren, werden die Möglichkeiten aufzählen, was es für uns fiskalisch heißt, auch die Möglichkeit erläutern, wenn eine Stadt selbst Betreiber ist. Und wir werden eine Möglichkeit näher bringen. Es gibt einen Interessenten, einen Unternehmer unserer Stadt. Das nehme ich sehr ernst, denn was wollen wir denn mehr, als dass sich Unternehmen unserer Region auch für solche Projekte erwärmen, diese unterstützen und diese auch wirklich mit Leben erfüllen wollen. Die Chancen stehen also offenbar ganz gut, dass der Miniaturenpark in Elsterwerda auch im kommenden Jahr wie gewohnt zu den Osterfeiertagen in die Saison startet. Zu wünschen wäre es ihm, denn er gehört inzwischen zu den wenigen Alleinstellungsmerkmalen der kleinen Stadt an der Schwarzen Elster. Und das war sie auch schon, unsere Regionalzeit am Freitag für das Elbe-Elsterland und die Niederlausitzer Heide. Die nächste Sendung folgt dann in einer Woche zur gleichen Zeit. Bis dahin haben Sie ein schönes Wochenende in der Lausitz und bleiben Sie gesund. Tschüss! Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.